Hier gibt der Gast sein Tablett auf, der Gedecksatz fährt hier rein, kommt hier zur Maschine und wird hier dementsprechend von den ersten Mitarbeitern, hier werden die Gläser abgenommen schon mal und Fremdutensilien wie Flaschen zum Beispiel. Dann fährt das Tablett hier weiter und hier stehen dann die nächsten ein bis zwei Personen, die jetzt hier dann das Tablett entleeren. Einmal nehmen sie hier die Teller, Schalen, stellen die hier direkt ein, sie machen die Speisereste hier runter. Wir haben hier natürlich den Vorteil, dass wir hier auf dieser kurzen Strecke Tablettspur, Besteckspur und auch die Geschirrspur haben. Hier ist der Vorteil davon, dass wir auch die Tabletts natürlich hier komplett gegenüber anderen Techniken im DIN-Bereich. Das heißt, wir sind hier in der vollen Hygienenorm. Das heißt, 2 Minuten Kontaktzeit für alle Geschirrteile, die auf dem kompletten Gedecksatz. Und das ist natürlich hier im Krankenhaus sehr wichtig. Das ist, sage ich mal, ein Hauptvorteil von dieser Maschine. Das Geschirr läuft weiter, Besteck läuft weiter, wird hier magnetisch abgenommen vom Tablett, rutscht hier in die Besteckspur, geht hier durch, wird hier unten auch gleichzeitig entmagnetisiert, damit es nicht zusammenkleben bleibt. Die Tabletts werden hier üben eingetaktet und fahren hochkant durch die Maschine durch. Es ist so, dass wir hier natürlich eine Eintaktung haben. Das heißt, wir müssen natürlich das Tablett hier in den einzelnen Bandfingern unterkriegen. Wir haben hier nochmal vor dem Magneten haben wir nochmal eine optische Erkennung. Das heißt, die Maschine erkennt natürlich auch, ob was kommt oder nicht. Wird optisch erkannt und dementsprechend wird auch dieses Band, das hier hinten läuft, so getaktet, dass immer das Tablett in die richtige Spur und in den richtigen Finger einrutscht. Wenn das Tablett hier unten durchfährt, hier haben wir unseren Magneten, unseren Besteckabhebemagneten drinnen. Der ist über ein Gurtband betrieben. Das heißt, der Magnet saugt das Besteck vom Tablett an. Das bleibt an dem Band, an dem Endlosband hängen, wird hier rüber transportiert und rutscht hier runter auf das Besteckband und wird gleichzeitig entmagnetisiert. Das heißt, das ist ein Vorgang, magnetisieren, aufnehmen, entmagnetisieren und einsortieren ins Besteckband. Ja, die Maschine ist natürlich so aufgeteilt, dass jede Spur an sich selber, einmal die Tablettspur hat ein spezielles Waschsystem, das auch höhentechnisch angepasst ist, genauso wie es hier bei der Besteckspur ist. Das heißt, wir haben hier auch eine Höhenbegrenzung zum Beispiel nochmal drinnen. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwelche Bestecksorten hier reinfallen würden, würde auch hier ein Höhenbegrenzungsschalter ausgelöst und somit das Band gestoppt. Ja, und der Vorteil hier ist, wir können auf alle Spuren die Trocknung zum Beispiel hinten am Ende anpassen von der Höhe her. Das heißt, dass wir immer ein optimales Spül- und Trockenergebnis haben. Kann alles rein. Alles, was durch die Öffnung hier reinpasst, ist natürlich der Vorteil hier von der Standard MyQ, die wir hier haben. Auch bei der Bluefire ist ja die gleiche Technik an sich selber. Wir haben hier eine relativ hohe Durchfahrtshöhe, wo wir auch höhere Geschirrteile, wie zum Beispiel mal einen größeren Topf, auch durchkriegen. Wir haben ja hier natürlich auch bei der Bluefire die klassische MyQ-Technologie im Einsatz. Das heißt, von der Luftführung dementsprechend das MyQ-Air-Konzept. Wir haben den MyQ-Filter natürlich in jedem Tank mit drinnen, in der Vorabräumzone natürlich dieses Dreifachfiltersystem. Wir haben, wie gesagt, die Energieeffizienz, wir haben geringe Wasserverbräuche, geringe Chemieverbräuche und haben natürlich hier, trotz dass es eine neue Maschinengeneration ist mit der Bluefire, die alte bewährte MyQ-Technik. Also hier sind wir natürlich am Ende der Maschine nach dem Spülprozess, der mit relativ wenig Energieeinsatz natürlich hier bei der MyQ zustande kommt. Hier haben wir die Trocknungseinheit. Wie man hier sieht, wir haben keine Vorhänge mehr an der Trocknung. Durch dieses auch MyQ-Air-Konzept verhindern wir, dass die Wärme hier hinten rauskommt. Die Tabletts kommen hier an und wir haben 3 verschiedene Höheneinstellungen für jedes Spülgut. Das heißt, die Tabletts, die hochkant durchfahren, die fahren hier direkt über diese Ausblasung hier oben hier durch. Und hier haben wir auch die MyQ-Trocknung. Und da ist natürlich auch der Effekt, dass diese Höhe verstellbar ist. Das heißt, wir können das dementsprechend auch bei jedem Kunden an den Gedecksatz anpassen. Somit erreichen wir immer ein optimales Trockenergebnis. Also hier haben wir die Abstapeleinheit von den Tabletts. Die Tabletts sind getrocknet, fahren hier rüber, kommen hier in den Stapler. Wir können hier bei diesem Stapler auch zwischenpuffern. Das heißt, wenn der Stapler gewechselt werden muss, habe ich hier die Möglichkeit, die Maschine nicht auszuschalten, sondern die kann weiterlaufen und kann hier auf diesen Zwischenstapel abstapeln. Und wenn ich dann einen neuen Stapel bringe, fahre ich den einfach hier rein.
Die Tabletts werden wieder draufgeschoben und ich kann ohne Verzögerung dementsprechend weiterarbeiten. Genauso ist es natürlich hier mit dem Besteck, das hier runterfällt. Hier kann man natürlich das Besteck in kleine Kisten sortieren. Man könnte das Besteck auch in eine Automatisation geben, das heißt in den Besteckverpackungs- oder Sortierautomaten, und kann hier über einen Zuführband zum Beispiel die Anlage so erweitern, dass sie fast vollautomatisch arbeitet, wie ein kleiner Vollautomat. Die Maschine, die jetzt hier steht, komplett, geht jetzt an die 12 Meter. Die Bluefire ist eigentlich genau die richtige Maschine, weil wir gerade im Moment auch Betriebskantinen, Catering, haben natürlich gerade durch Corona das Problem, dass sinkende Verpflegungsteilnehmerzahlen sind. Früher die klassische Lösung war immer eine Halbautomatik, eine Zwei-Maschinen-Lösung. Wir können hier natürlich dementsprechend reagieren mit der Bluefire, wo wir eine relativ kleine, kompakte Maschine haben, die die gleiche Leistung oder sogar mehr Leistung bringt wie die herkömmliche Zwei-Maschinen-Lösung. Und natürlich von den wirtschaftlichen Punkt, was Ergonomie angeht, was natürlich die Verbräuche angeht. Also gerade diese Folgekosten, die wir hier bei der MyQ generell haben, die sind relativ niedrig, was den Gesamtverbrauch angeht. Hier bei der Maschinenlösung, jetzt gerade speziell bei diesem Kunden, haben wir bis zu 30% Personaleinsparung generiert gegenüber einer Standardbandmaschine. Nur durch die Umorganisation, was die Eintaktung, die Automatisationsbausteine anbelangt. Und das ist natürlich ein Riesenpunkt, 30% Personaleinsparung plus die Energiekosten, plus die Wasserverbräuche, dann die Chemie noch oben drauf on top. Also das heißt, gerade Green Management spielt natürlich hier auch eine große Rolle. Wir haben hier natürlich geguckt, dass wir auch dementsprechend von den Arbeitshöhen uns auch teilweise an den Mitarbeitern orientieren. Wir haben oftmals Frauen in der Spülküche stehen, die teilweise nicht so groß sind. Deshalb ist auch der abgesenkte Einlauf hier vorne drin. Das heißt, ich kann von der Arbeitshöhe auch mit weniger Belastung arbeiten. Das heißt, ich muss keine schweren Teile heben und die irgendwo über den Leerraum transportieren, um zur Spülmaschine zu kommen. Das heißt, ich mache alles an einem Arbeitsplatz. Ich habe weniger Drehbewegungen. Ja, früher waren sie da gestanden, haben sich um 180 Grad drehen müssen zum Sortieren und zum Eintakten in die Maschine. Jetzt drehen sie sich nur noch 90 Grad, die Mitarbeiter. Also das ist alles effizienter, alles rückenschonender. Du musst natürlich auch gucken, dass du hier effizienter arbeitest. Das heißt, generell werden die Küchen natürlich immer kleiner und die Räumlichkeiten auch immer kleiner. Und dementsprechend musst du natürlich auch mit der Organisation reagieren. Maiko, the clean solution.